Erst alter, wie spät ist? Fragt den Moodmaster. Herzlich willkommen bei Schani Studio. Ja, heute möchte ich mal meine Armbanduhr in die Linse halten. Und zwar ist es die Casio G-Shock GWG 1000 Moodmaster. Ja, die Uhr besitze ich schon längere Zeit, also schon ein paar Jahre. Und habe da eigentlich gute Erfahrungen damit sammeln dürfen. Und bevor wir über die Erfahrungen sprechen, würde ich sagen, haben wir mal ein paar kleine technische Sachen raus. Also die Uhr besitzt 5 Alarmfunktionen, hat einen automatischen Kalender, die Zeitjustierung passiert auch automatisch, ist eine Funkuhr dementsprechend. Das Armband ist aus Resin, dasselbe auch das Gehäuse, also dementsprechend kratzunempfindlich. Ja, ist analog und digitale Uhr. Das Display ist aus Saphirglas, das heißt auch sehr kratzunempfindlich das Ganze. Die Beleuchtung ist ein Full Auto LED Light. Digitalen Kompass besitzt es noch. Wie gesagt, eine Funkuhr für Europa, USA, Japan und China. Die Widerstandsfähigkeit ist bei der Moodmaster, wie der Name schon andeutet, also schmutzresistent und natürlich G-Shock-mäßig auch stoßfest. Hat ein Thermometer noch dran, ist wasserdicht bis 20 bar, sprich 200 Meter. Ja, und das Gewicht hat ungefähr 119 Gramm. Also, ja, das ist einmal das Technische von der Uhr. So, ich würde sagen, wir schauen uns das ein bisschen näher alles an. Und nicht böse sein, wie gesagt, die habe ich täglich an. Kann sein natürlich, dass da ein bisschen Staubkörnchen zu sehen sind. Aber wie man auf den ersten Blick schon mal unschwer erkennen kann, ist das eine ziemlich robuste Uhr. Ne? Also die macht einiges mit. Ja. Also Uhrband abreißen kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, wie man das fabrizieren soll. Ja. Auch hinten schön die Daten noch reingefräst. Ja. Die Modi ist teilweise also richtig cool. Ja, schaut echt extrem geil aus, meines Erachtens. Gut, so. Ja, welche Erfahrungen habe ich damit? Also die Uhr macht eigentlich alles mit. Also ich war nicht einmal nur annähernd in irgendwelche Situationen, wo die Uhr hätte gesagt gehabt, nein, ich mag nicht mehr, ja, zieh mich aus und ja, vergessen wir das Ganze. Also sie ist leicht militärisch angehaucht, aber nicht wirklich. Ja. Also anhand des Uhrbandes, der Farbe in Rot, ist die regelrecht fresh. Am Anfang muss ich sagen, wie ich die Uhr gekauft habe, war das Uhrband gelb. Das hat sich aber mit der Zeit verfärbt. Ja. Also ich habe da richtige Flecken drauf gehabt und somit habe ich ein rotes Band geordert und muss sagen, das steht der Uhr auch sehr, sehr gut. Und ja, bin echt schwer zufrieden. Ist auch nicht wirklich schwer am Handgelenk, ist halt ein richtiger Brummer. Ne? Also die macht schon quasi keinen schlanken Fuß mehr, sondern die trägt halt richtig massiv auf. Ist halt ne, eine Uhr, die was sagt, ja, ich bin da. Also richtig geil. Und ja, wie gesagt, schwerstens zufrieden. Ich versuche jetzt noch ein bisschen näher zu kommen, ja, dass man sich die Details noch vielleicht ein bisschen näher anschauen kann. Also echt ein Augenschmaus meines Erachtens. Ich finde die Uhr richtig geil. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass ich Angst haben muss, dass da irgendwas abreißt, abbricht, ja, irgendwas kaputt werden könnte. Und wer wirklich eine robuste Uhr sucht, der ist mit einer G-Shock auf alle Fälle gut bedient. Ja. Also
richtig geil. Richtig schön, das Ganze. Auch verarbeitet, gibt es gar nichts. Wie gesagt, funktionell. Habe ich noch nie in den Stich lassen. Ist eine Solarfunkuhr, was mir eigentlich relativ wichtig ist. Ich meine, Solar mit Batteriewechseln, das habe ich nicht so gern. Schon gar nicht, wenn ich jetzt so eine wasserdichte Uhr habe. Da möchte ich doch, ja, dass die Dichtung nicht angreifen muss. Und Gefahr läuft, dass die undicht wird. Ja, und Funk sowieso, ja, da kann man sich sicher sein, dass man eigentlich immer die Zeit richtig eingestellt hat. Also von daher hat natürlich seinen Preis, die Konfiguration, die gibt es natürlich als G-Shock Funk Solar, gibt es natürlich auch weitaus günstiger und sollte man sich auch einmal näher anschauen. Ne? Das ist wie gesagt schon die Oberklasse für mich, ja? Also überhaupt in meiner Uhrensammlung. Also die kostet halt schon ein bisschen was. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, schwerstens zufrieden damit und ja, hoffe ich konnte die Uhr euch ein bisschen näher bringen und ein bisschen einen ersten Eindruck von der Uhr geben. Und muss echt sagen, ja, absolute Kaufempfehlung. Für die Moodmaster sowieso, aber ich muss auch ehrlich sagen, es gibt von G-Shock auch andere Uhren, die was absolut zum Kaufen sind, aber natürlich um etliches günstiger sind, ja. Okay, alles klar. Also, ihr wisst das, in diesem Sinne, alles Liebe, gesund bleiben. Tschüss, Servus, Baba, euer Schani Studio. Tschüss.